German Open 2015, das Ende steht kurz bevor, wir haben die Mannschaften draußen, aber was ist die German Open ohne die ganzen Helfer? Und wir haben sie hier, die beste Turniercrew aller Zeiten. Wir gehen einfach mal durch und stellen sie euch im Einzelnen vor. Wen haben wir hier? Wer bist du? Wie heißt du? Ich heiße Ralf. Woher kommst du? Aus Kassel. Kassel, Landesverband? Hessen. Hessen, hätte ich mir denken können. Kassel, Hessen, liegt irgendwo nah. Was machst du hier so auf dem Turnier, außer Pylonen rein- und raustragen? Überwiegend Doorman. Doorman. Rein und raus aus der Tür. Du bist also der, an den sie vorbei müssen. So sieht's aus. Ja. Respekt. Wen haben wir hier? Dein Name, vorher kommst du? Nikita aus Chemnitz, kein Landesverband, ich bin nicht integriert. Und meine Rolle ist der Azubi, das heißt, ich mache all das, was die anderen nicht wollen, beziehungsweise lerne, wie es richtig geht. Also wirst du quasi angelernt für die nächste, für die große 25 Jahre German Open? Nächste Generation quasi, ja. Respekt, Nikita, woher kommt der Name? Cheyenne-Indianer-Volk oder? Nah dran, aber so eher aus dem ukrainischen Raum. Ja, man fragen darf man ja mal, ne? Ja, auch sehr wild die Ecke. Jetzt kommen wir zum nächsten. Wer bist du, woher kommst du? Ich, Frank. Ich, der Frank. Du, das Frank. Genau. Der Gerät. Auch der Hessen-Verband. Na, ich bin für die Kühe zuständig. Also der Rinderflüsterer quasi? Ja, ich esse sie gerne, dann kann man ja auch mit denen mal kuscheln. Genau, passt schon. Wen haben wir hier? Ich bin der Michael. Ich bin der sogenannte Parcourschef und Crewchef für im Prinzip richtig, das komplette Helferteam und auch Ansprechpartner als Verbindungsglied zwischen Organisation und eben dem Helferteam. Perfekt. Also alle Trailreiter, die ein Problem mit dem Parcours hatten, da ist er. Da, Beschwerden an beschwerdestelle@online-ewu.de, tralala, Durchwahl 0800, könnt ihr anrufen und euch beschweren. Und den letzten im Bunde, wen haben wir hier? Ja, ich bin der Ralf, ich komme aus der Nähe von Zwickau und gehöre keinem Landesverband ein. Schade. Ja, ist aber so. Also auch ein Freiwilliger von außerhalb, aber sehr löblich, finde ich gut. Was ist deine Aufgabe hier so? Ich bin im Parcours-Team und ich mache alle Aufgaben, die halt so anfallen. Also, liebe EWUler, wenn ihr das nächste Mal irgendwo auf dem Turnier seid, beziehungsweise spätestens auf der German Open, dann denkt bitte an die Jungs, dass die für euch Tag und Nacht hier unterwegs sind, vor allem auch nachts. Teilweise, was war der längste Tag hier? Ich glaube, hier hatten wir 19 Stunden. Also Respekt, 19 Stunden, das machen die Jungs alle für euch. Also, das nächste Mal, wenn ihr einen Trail reitet oder Reining, die Piloten und so weiter, denkt an diese Jungs. Und das war's von der German Open. Jetzt gucken wir uns gleich noch die Siegerehrung der Mannschaften an und dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr wieder, würde ich sagen. Und dann einmal tschüss in die Kamera. Bis nächstes Jahr, 2016, 25 Jahre. German Open. Tschüss.